Wir kommen zurück. Wir beschaffen uns jetzt mal die Kisten, die restlichen, die man so sehen kann. Ich denke immer, wenn ich ein Krokodil sehe, dass das Grappo ist, aber das ist ja nicht. Das ist ja nicht Grappo. Ist ja gar nicht Grappo. Hier kommt keiner vorbei. Ja, mal hier hoch. Oh, da ist ein Ei. In der Nähe. Kann man unten auf der Minimap sehen. Kann man klettern. Da einmal hoch. Hey, hola. De vuelta. Hallo. Ein Segen. Danke, Oku. Schön. Jetzt haben wir noch einen Segen. Jetzt gehe ich mal da oben. Ich will wissen, was da oben ist. Da muss doch ein richtiges Schweinevieh sein. Mammutitus. Ah, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Das Viech. Ich höre es, wo ist es? Klaus. Scheiße. Okay. Jetzt weiß ich, wo es steht. Ich glaube, ich jag da einfach eine Handgranate rein. Ich jag da, glaube ich, einfach eine Handgranate rein. Weiß ich die Handgranate? Ich schmeiß die doch bestimmt. So. Okay. Okay. Sollten wir hinkriegen. Schöner wäre es, wenn das Viech eigentlich da rumstolzieren würde, aber. Wo lebst du noch? Einer. Bist du fettes etwas?
Es ist entweder du oder ich, Mamutito. Ah, nein. Oh, hört auf mich zu hauen. Bei Fuß, Guapo. Guapo, na los. Das ist ein anderer Ticket. Ich. Mehr. Schnapp sie dir, Guapo. Lieber auf Abstand. Ja. Beschädigtes Fleisch. Man kann das Fleisch beschädigen. Sehr gut zu wissen. Das ist sehr gut zu wissen. So, wir haben eigentlich alles. Da ist noch was. Das ist doch bestimmt. Ja, das ist da. Okay, geh mal rüber. Da ist der blaue Rauch, den wir hatten. Rauchgranaten. Rauchgranaten sind auch schon aus. Meine Fresse, das riecht wie aus Eimern. Boah, wenn ich da angekommen bin, bin ich blitzschnass. Dann bin ich ja pitschnass. Wir können. Ach, guck mal, da ist das Abwehrsystem. Das dreht sich auch schon feuchtfröhlich. Gehen wir links unten an der Seite. Was glitzert denn da? Seht ihr das? Gott, mal hier bleiben. Ein Offizier. Habe sind so viel. Ich muss mir mal ein Gewehr mal panzerbrechende Munition raussuchen. Kann ich die auch ohne, kann ich die auch so erschießen? Mies. Ja, richtig mies. Gucke ich mir, dass ich sie von hier unten irgendwie erschossen kriege.
Das ist der Offizier. Mal nicht. Ich glaube, wir haben alles. Ja, ich glaube, wir haben alles. Oh, wir haben... Ah, oh Mann. Nicht euer Ernst, oder? Ich kann jetzt warten, bis ich... Scheiße, Dreck. Ah, mal da. Watch it. Hey, Aufstieg. Neue Waffen. So schön. Wir haben doch irgendwo eine neue Kiste gesehen, oder nicht? Wo war die? Da oben ist... Ich wusste, dass da oben eine Waffenkiste ist. I knew it. Das ist frech. Aber ich muss sowieso in die Richtung. Sowieso allein. Jetzt schnapp dir diese Schiffe und Juan wird dein rächender Todesengel sein. Wenn du meinst, solange du mir Deckung gibst. Ich geb dir Deckung, eine frische Zigarre und 12.000 Kugeln zerstörerischen Zorns. Legen wir los! Ich glaube, ich kann da oben irgendwie panzerbrechende Munition oder so herstellen. Jetzt habe ich da gleich auf den Schiffen echt die Arschkarte. Habe ich echt die Arschkarte. Da rennen bestimmt ganz viele Leute mit Panzern rum. Also mit Rüstung. Okay, der Mensch macht die Scheiße aber nicht. Hast du gut gemacht? Ich mag ein Krokodil. Ich mag es, Krokodil als Haustier zu haben. Und ich sagen muss, den Jaguar hätte ich schon gerne. Der Jaguar macht nämlich die Leute, die er getötet hat, nämlich unsichtbar. Aber ich weiß nicht, wo die anderen drei Höhlen sind. Die sind auch auf dieser Insel. Da ist. Hol sie dir. Ich
Muss mal gucken, ich komme ein paar mehr Waffen, die etwas stärker sind. Clara, ich bin bei Castillos Schiffen. Muy bien, Dani. Muy bien, ja. Muy bien, muy bien. Wollte ich nicht. Wollte ich auch nicht. Ja, auch nicht. Da. Ich hätte gern einmal... Giftgeschosse? Richtet mit der Zeit Giftschaden an. Nee, ich hätte gern panzerbrechend. Aber kann ich mir ein anderes Visier reinmachen? Das ist schrecklich. Lässt Atem anhalten zu 8-fach Visier. Improvisiert 4-fach Visier, lässt Atem an. Okay, machen wir das mal dran. Nee. Okay. Ah, da. Revolver, den wollte ich mal ändern. Das renne ich ja schon die ganze Zeit rum. Du verschaffst dir Zugang zu den Schiffen und Lukas, hi! Julio, wo bist du? Ich bin im Leuchtturm. Ich sitze hier mit meinem Raketenwerfer und habe die Schiffe im Visier. Ich will deine Stimme hören, Raisa. Das ist besser. Ich bin oben auf dem Turm. Der Schuss ist in der Kammer und die Entfernung eingestellt. Juan? Anschnallen! Der Juan ist am Himmel und seine Kugeln sind hungrig. Also gut. Wir nehmen uns diese Schiffe vor und versetzen ihnen einen Schlag, den sie nicht vergessen werden. Wir haben nur einen Versuch, lieber Tat. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Oh. Lieber Tat-Gewehr. Schön, ich freue mich. Lukas, ich hoffe, dir geht's gut. Einmal ganz nach oben. Hi. Dani. Du solltest deine Kamera benutzen, um die Verteidigung der Schiffe zu checken. Erst gucken, dann schießen. Wenn Lita jetzt bei uns wäre, würde sie lächeln. Und sie wäre schon fast bei den Schiffen. Wäre Lita hier, würde ich ihr die Hölle heiß machen, weil sie nichts von dir erzählt hat. Pass auf dich auf, Julio. Okay, jetzt müssen wir einmal gucken. Boah, Alter. Kann ich das da hinten treffen? Ich hab's kaputt gemacht. Ich kann die nicht. Ach, schön, ich kann die nicht kaputt machen. Dann fliegen wir da halt hin. Muss ich mich noch irgendwie oben irgendwo drauf pflanzen. Ich komme wahrscheinlich nicht so hoch, wenn man da von der Seite. Das wird toll. Scheiße, ich habe auf der Pistole keinen Scheiterwurf draufgepackt. Oh, da sind hier meine Kisten bei. Schön. Clara, ich bin an Bord. Jetzt geht es um alles, Dani. Mach sie kalt und schreck nicht davor zurück, ihre eigenen Waffen gegen sie einzusetzen. Die Geschütztürme hauen mächtig rein. Aber keine Verstärkung mehr. Hier ist Vasquez. Alles sauber. Nichts zu melden. Oh, fuck.
Ich hab gesagt, oh fuck. Hier, Jimenez. In meinem Sektor ist alles ruhig. Versuch doch, nach Verstärkung zu rufen. Aber was sagt ihr? Wir sind schon genug von euch. Carrillo, der Hauptmann will, dass die Vogelscheiße von der Antenne gekratzt wird. Carrillo, ich weiß, dass du mich hörst. Da draußen ist jemand. Ich weiß es. Der Alarm geht nicht. Geht mal nach. Mehrere Tote! Mann, bin ich gut. Raoul, bitte komm! Raoul, hörst du mich? Nummer 1. Sehr gut. Unglaublich, Danny. Niemand auf dem Boot hat dich bemerkt. Schaffst du das nochmal? Nee. Wer ist raus? Es gibt genügend Ziele für alle, Juan. Danny, bleib in Deckung. Ich steck die Wichser in Brand. Verstanden, Julio. Raisa deckt dich auf, Danny. Bleib in Bewegung. Gracias, Raisa. Okay, hier ist die Kiste. Ich will die nächste haben. Hier ist eine scheiß Kiste. Wo ist die? Ah, ist sie wahrscheinlich, ne? Hier ist sie. Dings hier einsammeln, die Kisten, die hier sind. Setz sie unter Druck, Dani. Wir brauchen dich. Yara braucht dich. Dabei. Oh.
halt mich einfach am Leben, okay? Wo sind die Alarmdinger? Luftunterstützung im Anflug! Ich hab Luftunterstützung! Sie werden nicht die Zelle abschalten. Sie hören ab, sie und er. Das fühlt sich aber nicht so an! Hey, diese Megatron. Gott, Alter. Da! Nein, 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 nein. Alter. Geht doch. Alter, ich geh mir, du kriegst mir auf den Sack, du oder? Okay, jetzt reicht's. Also immer ich hier machen muss, ich kill jetzt alle töten. Alter, ich werd hier ballert. Ich bin gleich tot. Nein! Hä? Wie zum... Versteh ich nicht, was muss ich da machen? Alle töten oder was? Bei dem einen Schiff hat's wunderbar geklappt, bei den anderen klappt's nicht so ganz. Mist. Patrouillenboote sind unterwegs! Stellung halten! Komm die Waffe weg! Komm die Waffe weg! Es ist Soldaten. Mach dich bereit, Dani. Das schaffen wir.
weg. Sind wir fertig? Diesmal ging es schneller. Clara, wir sind fertig. Verschwinden wir. Ohne dich hätten wir das nicht geschafft, Annie. Freuen wir uns nicht zu früh. Ich bleibe zurück, bringe Sprengladungen an und sorge dafür, dass die Schiffe in die Luft fliegen. Gib Bescheid, wenn du fertig bist, Julio. Verstanden. Dani, ich bin auf dem Weg zu dir. Du hast gefühlt, das Ding springt nicht in die Luft. Viva Libertad, Dani. Ja, was macht sie denn jetzt? Hey, Libertad auf dem Vormarsch! Krasses Feuerwerk. Muss man dir lassen, Clara. Du hast es geschafft, verdammt. Wir haben es geschafft, Dani. Das ist der Unterschied. Was wirst du tun, wenn du in Amerika ankommst? Alejo und ich wollten Drecksjobs machen, bis wir genug Kohle haben, um eine Werkstatt zu eröffnen. Wenn uns das Embargo der Yankees eines gelehrt hat, dann wie man die Dinge mit nichts am Laufen hält. Ist das dein Traum? Klar, die Yankees mögen dich dafür bezahlen, dass du ihre Autos parkst oder ihr Obst pflückst. Aber du wirst nie eine von ihnen. Den amerikanischen Traum gibt es nicht in unserer Farbe. Okay, wenn wir schon dabei sind, unsere Träume zu zerstören, was hast du vor, nachdem du gewonnen hast, Präsidente Garcia? Der nächste Präsident wird keine 6 Monate überleben, ehe man ihn ermordet. Moment, was? So sieht's aus. Werden freie Wahlen dieses Problem nicht lösen? Was ist mit deiner Liste? Es ist eine Vision, Dani, aber ich bin nicht so naiv, wie du denkst. Diese Revolution wird Yara befreien, aber nicht heilen. Wenn wir die Hauptstadt einnehmen, wird Yara brennen. Durch einen Bürgerkrieg, Fraktionskämpfe, Warlords, von außen unterstützte Staatsstreicher. Such dir was aus. Yaraner werden eine ganze Generation lang Yaraner umbringen. Aha. Dieser Kampf wird den Rest meines Lebens andauern. Yara steckt in einem Teufelskreis aus Tyrannei und Revolution. Mein Job ist es, uns aufzuzeigen, wie man ihn durchbricht. Das ist gar nicht dein Traum, oder? Du musst das tun. Wie kommst du darauf? Niemand wählt das freiwillig. Doch, Dani. Jeder, der mir folgt, der sich Libertad anschließt, entscheidet sich freiwillig. Aber weißt du, ich sehe dich wirklich schon Regale in einem dieser riesigen Yankee-Supermärkte auffüllen. Fick dich! No, no. Ich glaube, nur so eine kleine Uniform stünde dir gut. Mit Namensschild und vielleicht einer schicken Schürze. Lass mich aus deinen Fantasien raus, Clara. Hm.
Bienvenidos a mi casa. Ah, meine Lieblingsguerilleras. Ich habe meine Insel vermisst. Heute Abend wird gefeiert. Es tut mir leid, Treffer. Was gibt's? Julio ist noch nicht zurück. Libertad wird euch wahre Jarana umbringen. Traidores, criminales! Puta. Mijo, der Unterschied zwischen wahren und falschen Jaranern ist oft schwer zu erkennen. Aber es gibt ihn. Ein wahrer Jaraner versteht, dass Treue zum Vaterland der Schlüssel zum Überleben ist. Nicht Gerechtigkeit, nicht Liebe. Nicht mal Familie. Die Treue zu einer Vision, die über ihn selbst hinausgeht. Komme mir da. Falsche Jaraner sind gern die Parias. Sie sind süchtig nach ihrer Perversion. Dem Chaos, den Lügen, wie wilde Hunde. Aber Hunde kann man erziehen, dem Paradies zu dienen. Und wenn ein Hund sich nicht erziehen lässt, so wie Julio hier, wie Clara Garcia, wie Libertad. Dann müssen wir ihn einschläfern. Papa, ich habe verstanden. Schläfe Julio ein. Aua. Das ist ein schwieriger Schritt auf dem Weg ins Paradies. Ich verstehe das. Aber verwirklichst du unsere Vision, dann verspreche ich dir, dass so etwas nicht mehr nötig ist. Wie oft ist der Typ gegen die Backsteinmauer gerannt? Ich komme, Lita. Schön. Dann genieß die Show. Aua. Ah, got it. Hilfe. Regel Nummer 20. Ein Guerilla ist immer ein Guerilla. Oh Gott, bitte. Der ist doch als Kind bestimmt 50 Mal gegen die Backsteinmauer gerannt. Mit Freude. Oh. Julio hat eingecheckt. Todesbeweis. Er ist bei deiner Freundin Lita im Jenseits. Ich halte meine Versprechen. Du wolltest ein Boot, du hast ein Boot. Es ist ein schwimmendes Stück Scheiße. Würde dich an einen Strand bringen. So einen mit fetten Yankees. Ihr beide lasst mich einfach so gehen? Bullshit. Du hättest uns schon lange verraten können. Meine beste Guerriera. Ich verspreche keinen Sieg, noch nicht einmal, dass du überlebst. Was ich versprechen kann, du bist Fortunas Nummer 1. Klappt das immer? 50-50. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Dann fahren wir nämlich mit dem Boot weg. Das und sehen das vermutlich auf halbem Weg nach Miami ab. Ja, halbe Ende, sag ich mal. Warte nochmal was. Das ist so lustig hier, die Sachen. Oh Gott, Alter, wie groß ist. Wer wollt mich doch verarschen? Wie groß ist diese Karte, bitte? Oh, ach du Scheiße, Alter. Ah, hier hinten sind wir rumgerannt. Hier in der Stadt. Ach du Scheiße. Ach, das wird ja toll, da rumzurennen. Ich freue mich auf jeden Fall. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.